Und willkommen zu Der Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Mit mir, den Florian mal wieder. Ja, wie immer. Und diesmal ist es, wie gesagt, der Herr der Ringe. Diesmal geht es nicht hauptsächlich um Frodo und alle und Gandalf, Gimli, Legolas, Aragorn und so weiter und so fort. Nein, diesmal geht es um den Krieg im Norden. Sowas schon mal vorweg. Es geht darum, dass im Norden sich ein anderer Gegner, ein Diener Saurons, eine Streitmacht aufbaut und versucht natürlich damit vorzurücken, um danach auch um den Kampf zu unterstützen zwischen Mittelerde. Ja. Und ja, drei Helden sind dafür da, um sie aufzuhalten. Und Frodo und den Gefährten einen sicheren Überweg zu verschaffen. So, ja. Diese drei Helden sind einmal der Eredan, von den Dunedain-Waldläufern, ein Mensch. Dann die Andriel, Lehrmeisterin von Bruchtal, also Elbe. Und der Farin, Champion von Erebor, wie man sehen kann, ein stattlicher Zwerg. Ja, man kann halt die drei spielen. Und ja, ich weiß vor allem, ich habe früher sehr viel Eredan gespielt. Ich war da bis jetzt Level 32. Hier habe ich nochmal Level 3 gemacht für Aufnahmetest. Und ja, wie gesagt, wir spielen halt alle einmal. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem. Na gut, der Eredan. Ah, okay. Sorry, dass da hier noch offen ist, Steam. Tut mir leid. Wir fangen mit Eredan an. Machen ein neues Spiel auf Normal. Ja, das Spiel könnt ihr euch bei Steam holen. Kostet nichts. Kostet doch was. Kostet 10 Euro. Könnt ihr euch natürlich auch im Laden kaufen. Und ja, dann starten wir mal. Viele Lieder wurden schon vom großen Ringkrieg gesungen und viele Geschichten erzählt. Die Namen von Helden wie Gandalf dem Grauen, Aragorn dem König und Frodo dem Ringträger werden in großen Ehren gehalten. Zu Recht. Doch Saurons Arm reichte viel weiter als nur bis Gondor und Rohan. Und seine Truppen hätten im Norden Mittelerdes viel Unheil angerichtet, wenn sich ihm nicht eine Handvoll Helden in den Weg gestellt hätte. Auch deren Geschichten verdienen es, erzählt zu werden. Eine dieser Geschichten beginnt hier, in der kleinen und ruhigen Stadt Bree. Ein paar Tage nur, bevor Frodo auf seiner Reise hier eintraf. Aragorn. Eredan, sei gegrüßt. Du in Begleitung eines Elben aus Bruchtal und eines Zwerges vom Erebor. Ein ungleiches Trio, das da durch die Türen des tänzelnden Ponys kommt. Du kommst sicher von der Sarnfurt. Hast du Nachricht von Halbarad? Ja, schlimme Nachrichten. Das habe ich befürchtet. Schnell, erzählt mir, was passiert ist, aber sprecht leise. Wir könnten belauscht werden, selbst hier in Bree. Vor 3 Tagen wurden die Wachen an der Sarnfurt von 9 schwarzen Reitern angegriffen. Seid standhaft, Waldläufer! Wir wurden besiegt und der Feind zog ins Auenland. Das ist schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Ich kenne diese Reiter. Sie kommen aus Mordor. Unser Volk hat keine Chance gegen diese 9 zusammen. Wie hoch waren unsere Verluste? Sehr schlimm. Wir versuchten standzuhalten, doch sie waren umgeben von einer Aura des Bösen. Es gibt noch etwas.
Die schwarzen Reiter trafen sich mit einem Verbündeten, einem Mann voller Bosheit und großer Macht. Argandar. Wie unser Meister es befohlen hat, habe ich die Orks der Berge aufgehetzt. Und in diesem Moment ziehe ich in den Ruinen von Fornost eine Streitmacht zusammen. Kehre sofort zurück und bereite deine Truppen vor. Wir werden sie bald brauchen. Meine Orks sind bereit. Diese Lande haben schon zu lange in Frieden gelebt. Schon bald werden sie dem Zorn des dunklen Herrschers anheimfallen. Wenn dieser Argandar eine Streitmacht in Fornost versammelt hat, dann wird unsere Lage umso verzweifelter. Aber warum solche Streitkräfte gegen die friedlichen Halblinge? Der Feind kann sie doch nicht als Bedrohung ansehen. So viel will ich euch verraten. Ein Hobbit aus dem Auenland soll mit einer großen Bürde auf dem Weg hierher sein. Wenn dieser Hobbit dem Feind in die Hände fällt, sind wir alle dem Untergang geweiht. Ja, so seltsam es auch erscheinen mag. Jetzt streunt dieser Hobbit durch die Gegend, umgeben von Feinden. Ich muss ihn finden, bevor sie es tun. Und ihr müsst mir helfen, ihn zu beschützen. Du bist mein Hauptmann. Ich werde mit Freuden tun, was du befiehlst. Ja, ich bin jetzt ebenfalls Teil davon. Dann sind wir drei uns einig. Wie können wir helfen? Wir müssen die Bedrohung durch den Feind, der sich in Fornost versammelt hat, verringern. Reist dorthin und tut, was in eurer Macht steht, um das Auge des Feindes auf euch und weg vom Auenland zu lenken. Vielleicht finden wir Hilfe bei diesem Auftrag. Eladan und Elro hier waren im Norden, als ich zuletzt von ihnen hörte. Eine Ansammlung von Feinden wäre ihnen gewiss aufgefallen. Gut, es gibt keine besseren Verbündeten als die Söhne Elrons. Ich hoffe, wir treffen uns. Aber mit oder ohne Hilfe, der Feind wird alle Hände voll zu tun haben. Dafür werden wir sorgen. Ja, sehr schön gesagt, sehr schön. So, und wir können jetzt loslegen. Wie gesagt, wie ihr sehen konntet, die Gegner sind viel geiler in den Videos als die guten. Aber okay. Wie gesagt, steuern ist ganz normal. Ich spiele mal wieder über PC. Ich bin halt nur PC-Kind, bei mir gibt es nur das. Und jetzt wollen wir noch ein paar Informationen sammeln hier. Dann sprechen wir mal mit Aragorn. Ich habe einige Fragen, wenn es recht ist, Aragorn. Psst, hier in Bree gibt es keinen Aragorn. Nur Streicher, den Waldläufer. Und warum verbirgst du deinen Namen? Warum verbirgst du deinen Namen? Das ist doch ein Name, auf den man stolz sein kann. Der dunkle Herrscher in Mordor wäre nicht erfreut zu erfahren, dass Isildurs Erbe noch am Leben ist. Die Zeit ist nicht gekommen, dass Aragorn, Sohn von Arathorn, sich der Welt offenbaren kann. Vorerst bin ich einfach nur Streicher. Also, in dem Film habe ich immer gedacht, dass er Ehre den Namen verbirgt, weil er ja abgeschworen hat, weil er nichts mit denen zu tun haben möchte. Aber ja, okay. Und was wirst du jetzt tun? Das ist klar, das wissen wir ja bereits aus dem Film. Und hat er auch von erzählt, er wird jetzt den Frodo suchen. Dann soll er mal was von den Argandar erzählen. Was ist mit diesem Mann, der sich mit den schwarzen Reitern traf, dieser Argandar? Was hältst du von dem? Ein Diener des dunklen Herrschers und bei diesem Namen einer, der zu fürchten ist. Dass er sich hier im Norden aufhält, heißt nichts Gutes für uns. Doch ich bin froh, dass ihr das herausgefunden habt. Zumindest sind wir jetzt gewarnt. Sein Name. Sein Name, okay. Was ist an seinem Namen, das dir sagt, dass man ihn fürchten muss? Der Name stammt aus einer Sprache, die nur noch wenige kennen. Aber sie war einst die Sprache unserer Vorfahren, den Menschen von Númenor. Argandar ist einer von uns? Ein Dúnedain? Nicht direkt ein Dúnedain, aber wir haben einige gemeinsame Vorfahren. Unsere Ahnen widerstanden zwar den Lügen des dunklen Herrschers, doch taten das nicht alle Menschen von Númenor. Viele wurden von seinen Versprechungen verführt und ihre Nachkommen dienen ihm noch heute. Viele von ihnen sind große Krieger und Zauberer, doch sind sie von der Dunkelheit zerfressen. Sie werden die schwarzen Númenorer genannt und ihr Hass auf die Dúnedain ist immens. Dieser Argandar könnte sich als ebenso tödlicher Feind wie die schwarzen Reiter herausstellen. Oh ja. So. Die schwarzen Reiter kennen wir ja auch. Was ist mit Fornost? Was kannst du mir über Fornost erzählen? Fornost war einst eine große Stadt, die Hauptstadt des Dúnedain-Königreichs von Arnor.
Sie fiel vor langer Zeit dem Hexenkönig anheim. Die Menschen von Gondor und die Elben schmiedeten ein Bündnis und schlugen den Hexenkönig in die Flucht. Aber Fornost wurde nie wieder aufgebaut. Die Ruinen sind für viele ein Ort des Grauens. Die Bewohner von Breen nennen ihn Totendeich und meiden ihn aus Furcht. Es ist der perfekte Ort für unseren Feind, um sich heimlich zu sammeln. Okay, jetzt noch die schwarzen Reiter. Trotzdem noch einmal zum Abschluss. Diese Dinger, die uns an der Sahnfurt angriffen, diese schwarzen Reiter. So etwas wie die habe ich noch nie gesehen. Was sind die? Du kennst sie nicht? Es gibt genügend finstere Geschichten und Legenden, die von ihnen erzählen. Sie sind die Neun. Die Ringgeister. Von allen Dienern des dunklen Herrschers werden sie am meisten gefürchtet. So, und dann sind wir mal unterwegs, oder? Wir reisen nach Fornost und tun unser Bestes, um Agandars Pläne zu stören. Lebe wohl. Ja, lebe wohl. So. Ah, Lagerfeuer. Sehr schön. Spreche mit Otto Aster. Willkommen in Bree. Du bist fremd hier. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Worüber? Was für Fragen? Wir hören eine Menge Gerede von Durchreisenden in letzter Zeit. Die meisten sprechen von Krieg und einem wachsenden Schatten im Osten. Die meisten Einwohner tun es einfach absagen. Es ist weit weg und hat nichts mit uns zu tun. Aber ich bin mir nicht so sicher. Du bist weit gereist. Hast vielleicht ein paar Dinge gesehen. Was ist deine Meinung? Sollten wir uns Sorgen machen? Ich glaube auf jeden Fall ja. Schon vor allem, weil ich die Story kenne. Und wie gesagt, das ist ein großer Krieg. Es gibt großen Grund zur Sorge und die Bedrohung ist nicht weit weg. Das hatte ich befürchtet. Wenn ich doch nur andere überzeugen könnte. Aber bis dahin muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Und wie sieht dein Plan aus? Was hast du vor? Ich möchte für die Bewaffnung der Stadt sorgen. Wir brauchen mehr als Mistgabeln, wenn wir gezwungen sind, uns selbst zu verteidigen. Ich habe versucht, einen Zwergenhändler zu überzeugen, uns Waffen zu liefern, aber er hat sich geweigert. Ja, vielleicht sollte ich's mal versuchen. Vielleicht sollte ich mal mit ihm reden. Mhm. Einen Versuch ist es wert. Sein Name ist Groff. Er verkauft seine Waren auf einem Marktstand die Straße runter. Ah. Vielleicht findest du ihn immer noch dort. Ich lasse dich wissen, was er zu sagen hat. Okay, wir haben eine Mission. Ist ja nice. Geil. Was hast du? Hallo Meister, ein Waldläufer dem Aussehen nach oh zu urteilen. Gott. Nun, hier ist jeder willkommen, solange er nichts Böses im Schilde führt. Einige der Einheimischen mögen vielleicht ein bisschen unfreundlich sein, aber nehmt es euch nicht so zu Herzen. Die Leute hier misstrauen jedem, den sie nicht kennen. Also, was kann ich für euch tun? Oh Mann, wenn ich bedenke, der sah ziemlich sympathisch im Film aus, wie er hier aussieht und die Stimme... hat eine richtig geile Stimme gehabt. Also, die hat mir richtig gut beim Film gefallen. Wo dann der Frodo gefragt hat, naja, egal. Ja, auf jeden Fall fand ich ein wenig schade, haben sie ein wenig, ja. Sie haben es versucht, ihn etwas originaltreu herzuschaffen. Okay, was kann ich im Brief überprüfen? Das tänzelnde Pony ist ja bereits bekannt. Das hier ist ein Gasthaus. Bree, das könnten wir mal machen. Was könnt ihr mir über Bree erzählen? Oh, Bree ist eine alte Stadt, die gibt's schon seit Ewigkeiten. Es ist der einzige Ort der Welt, wo man Hobbits und Menschen friedlich nebeneinander leben sehen kann. Früher haben wir hier eine Menge Reisende durchkommen gesehen, heutzutage nicht mehr so viele. Aber ich habe immer noch genug Gäste, die mich auf Trab halten. Habt ihr in letzter Zeit Neuigkeiten gehört? In letzter Zeit spricht man hauptsächlich über die Unruhen unten im Süden. Anscheinend braut sich dort ein Krieg oder irgendein anderes Unheil zusammen. Viele Leute sind über den Grünweg gekommen, die alte Straße aus dem Süden, auf der Suche nach einem Ort, wo sie in Frieden leben können. Lassen Sie sich hier im Breeland nieder? Oh nein, es ist nicht so, dass wir kein Verständnis für Ihre Sorgen haben. Es ist nur so, dass Bree den Einwohnern von Bree gehört. Wir können nicht viele Zuwanderer aufnehmen und um die Wahrheit zu sagen, irgendwie traue ich vielen der Neuankömmlinge nicht. Einige von ihnen führen Böses im Schilde. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Das erklärt jedenfalls einiges. So. Ah, die haben sich schon mal betrunken. Mit Teter Heckenrose. Das hier ist ein Hobbit. Sehr schön. Was haben wir denn da? Einen Fremden in der Stadt? Ein Fremder ist genau das, was ich suche. Interesse an einem kleinen, harmlosen Zeitvertreib? Es wird ein bisschen Geld für dich dabei rausbringen. Okay. Was für ein Zeitvertreib schwebt dir denn vor?
Na, nichts weiter als ein simples Ratespiel, das ist alles. Ich liebe gute Ratespielchen. Aber hier in der Stadt kenne ich schon alle meine Rätsel. Aber ich schätze, dich kann ich noch verblüffen. Okay, und was war mit dem Geld? Ratespiele sind mir nicht ganz fremd. Aber was hat es mit Geld zu tun? Es ist ganz leicht. Du setzt etwas Geld ein und ich stelle dir ein Rätsel. Wenn du schnell genug die richtige Antwort gibst, verdopple ich dein Geld. Wenn du dich irrst, gehen die Münzen an mich. Was hältst du davon? Okay, dann probieren wir es mal aus. Also gut, dann lass dein Rätsel mal hören. Erstmal musst du deinen Einsatz machen. Um wie viel willst du wetten? Denk dran, du hast die Chance, es zu verdoppeln, wenn du schlagfertig genug bist. Mach mal ein Silberstück, weil ich weiß nicht, wie viel Geld wir gerade haben. Abgemacht, aber vergiss nicht, du musst schnell antworten. Ich gebe dir nicht viel Zeit, wenn es um richtiges Geld geht. Bist du bereit? Ja, okay. Ja, lass dein Rätsel mal hören. Mein Leben lässt sich in Stunden bemessen. Ich lebe von Luft und werde selbst gefressen. Dick sterb ich langsam und dünn geschwind. Mein Feind ist der Wind. Was bin ich? Eine Kerze. Ah, stimmt genau. Ein kluges Köpfchen. Gibst du mir eine Chance, es zurückzugewinnen? Was hältst du von noch einer Runde? Doppelt oder nichts? Okay, eine noch. Also gut. Doppelt oder nichts. Frag schon. Immer rennt er, niemals rennt er. Hat ein Bett, doch niemals pennt er. Niemals steht er, immer fließt er. Hat eine Mündung, doch nie schießt er. Was ist das? Ein Fluss. Ah, richtig. Du hast wirklich Grips, keine Frage. Gleich nochmal? Doppelt oder nichts? Nein, jetzt ist Schluss. Das reicht jetzt für mich. Danke für das Spiel. Und das Geld. Es war ja leicht. Das war jetzt mit der Mündung. Und zwar damit fließen war... Fluss ist mir gleich durch den Kopf gegangen. Und mit Wind und Feind, da kam mir wirklich nur die Kerze in den Kopf. So, okay, Leertaste ist... Wait, so? Genau. So, man kann auch rennen, was jetzt hier nicht groß unterscheidet am Anfang. Dann gehen wir mal zu diesem Herrn hier. Buschwald. Hallo auch. Ein Waldläufer, was? Lass mich raten, bei deinen Streifzügen durch die Wildnis ist dir eine Niete abgesprungen oder eine Klinge zerbrochen und du willst, dass es der alte Elmund wieder repariert. Andere Waldläufer kennt das sicherlich noch. Ich benötige Reparaturen. Ja, man kann sich hier auch reparieren. Okay, das hier oben sind unsere Geldstücke. Hier haben wir 4 Stück verdient. Nicht schlecht. Und ja, das, wie gesagt, das geht hier alles noch. Also hauen wir ab. Hier braucht man nichts und hier oben ist der Zwerg. Wollen wir ihn mal überzeugen? Nun ja, wenn du mir diese Bemerkung gestattest, siehst du nicht unbedingt wie ein Breländer aus. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ich brauche einen Gefallen. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ein Gefallen? Was für ein Gefallen? Ja, bringe Waffen nach Bre. Ich möchte, dass du einen Vorrat an Waffen mitbringst, um sie an Breländer zu verkaufen. Du willst mich auf den Arm nehmen. Waffen für diese Leute? Die wüssten nicht, wo bei einem Schwert vorne und hinten ist. Ebenso gut könnte ich versuchen, den Hobbit Schuhe zu verkaufen. Okay, das ist nicht schlecht. Sie hatten vielleicht bisher keine Verwendung für Waffen, aber das sind unruhige Zeiten. Sie müssen in der Lage sein, sich zu verteidigen. Ich will nicht leugnen, dass wir düsteren Zeiten entgegensehen. Es gibt überall Unruhen. Aber du wirst diese Leute nie davon überzeugen. Das Leben ist zu lange zu leicht für sie gewesen. Nicht jeder verschließt vor der wachsenden Bedrohung die Augen. Es war einer der Stadtbewohner, der mich gebeten hat, dich danach zu fragen. Und auch andere sind ebenso besorgt. Es erfordert mehr als ein paar vernünftige Leute, damit es sich für mich lohnt. Diese Leute sind einfach und friedliebend. Sie wollen Pflugscharen und keine Schwerter. Lass dich nicht durch ihre Vergangenheit davon abhalten, sie für ihre Zukunft zu wappnen. Es wäre falsch, sie wehrlos zurückzulassen. Du hast natürlich recht. Vielleicht ist es doch gar keine schlechte Idee. Zumindest würde ich keine Konkurrenz haben. Also gut, ich mache es. Gut, freut mich zu hören. Ausgezeichnet. Ich werde sie von deiner Entscheidung unterrichten. Gute Reise, Graf. Graf. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück zum, Otto. Otto. Oh, da hinten ist auch noch mal Händler. Okay.
habe mich am Anfang wirklich nicht richtig ordentlich umgeschaut. Hast du mit Groff gesprochen? Was hat er gesagt? Wird er uns Waffen bringen? Ich habe es geschafft, ihn umzustimmen. Ihr werdet eure Waffen bekommen. Ausgezeichnet. Meine einzige Sorge ist jetzt nur noch, wie lange es wohl dauern wird. Was ist, wenn wir die Stadt verteidigen müssen, bevor die Zwergenwaren eintreffen? Vielleicht kannst du mir dabei ebenfalls helfen. Wie das? An deiner Ausrüstung kann ich erkennen, dass dir das Kämpfen nicht fremd ist. Wenn du zufälligerweise, nun sagen wir mal, irgendwelche Waffen findest, die du nicht brauchst, bring sie zu mir und ich bezahle dich dafür. Okay. Das werde ich mir merken. Leb wohl. Das ist ja interessant. Okay. Also, wir können unsere Waffen dann an ihn verkaufen, noch extra. Es wird auch sicher extra Speicherpunkte geben, an denen wir dann verkaufen können und auch kaufen können. Und hier, naja, okay. Willkommen. Es freut mich immer, einen Waldläufer in meinem Laden begrüßen zu können. Willst du kaufen oder verkaufen? Ich habe einiges, was dich interessieren könnte. Magst du Waldläufer? Du bist ein Hobbit. Ja, er ist ein Hobbit und Waldläufer, warum denn nicht? Das sind ja schließlich seine einzigsten Kunden. Okay, kaufen. Ah, dafür führt mir das Geld. Aber wir hatten auch noch keinen Kampf gehabt, also ist auch noch nicht nötig, ja. Ah, doch. Oh, wer ist denn das? Südländer. Du bist ein starker Mann, Brombeere. Du würdest gut zu uns passen. Hört sich gut an, aber ich weiß nicht. Ich will eigentlich keinem wehtun. Nicht richtig schlimm jedenfalls. Glaubst du, die interessieren sich für dich? Ich sage, nimm, was du willst und zum Teufel mit den anderen. What the und? Fuck? Was willst du, Waldläufer? Das ist ein privates Gespräch. Worüber sprecht ihr? Ich möchte wissen, worüber ihr gesprochen habt. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Verschwinde! Okay, das sieht aus wie eine Schlägerei. Nur neugierig. Na, es geht mich was an. Ich gehe, wohin ich möchte und ich höre, auf wen ich will. Dein Freund hier hat irgendwas davon gesagt, Leuten weh zu tun. Worum ging es da? Naja, es ist nur so, dass dieser Bursche und seine Freunde mir die Chance bieten, naja. Halt den Mund, Harley Brombeere. Du musst nicht vor jedem zerlumpten Vagabunden, der hier aus der Wildnis reingekrochen kommt, ein Herz ausschütten. Was fällt dir ein, einen anderen Vagabund zu nennen? Pass auf, was du sagst. Und wenn ich's nicht tue, was willst du dagegen machen, hm? Ich zwinge dich, oh ja. Wow! Nicht schlecht. Du dreckiger Hund, wie du willst. Aber ich habe Freunde, mächtige Freunde. Es wird dir schon bald leid tun. Merk dir meine Worte. Die ganze Stadt wird es bereuen. Oh, scheiße. Was ist mit dir? Willst du etwa auch Ärger machen? Ich? Nein. Ich kenne ihn eigentlich gar nicht. Er ist ein Fremder hier. Ist gerade erst vor ein, zwei Wochen aus dem Süden hergekommen. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das schwöre ich. Ah, es ist doch von dem Film, die Szene, wo dann doch die eine angegriffen werden und dann die Geister doch dann diese Schiffe dann überrennen. Und aus dem Süden kamen doch die Schiffe und da war er doch mit dabei. Du solltest solchen Männern aus dem Weg gehen. Was hat er von dir gewollt? Tja, ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat gesagt, dass sich hier bald einiges ändern wird. Und dass die, die so klug sind, sich ihm und seinen Freunden anzuschließen, irgendwann das Sagen haben werden. Er würde dich benutzen und dir ein Messer in den Rücken jagen, wenn er dich nicht mehr braucht. Halt dich von solchen Männern fern. Ja, du hast recht. Die Leute hier behandeln mich vielleicht nicht immer so, wie es mir gefällt. Aber es ist trotzdem meine Stadt. Ich sollte mich nicht mit Fremden einlassen. Gut gesagt, Harley. Lebe wohl fürs Erste. Ja. Also das war auf jeden Fall derjenige von diesen Schiffen, ja. Wo dann ja dann am Schluss dann von den Geistern überrannt werden. Sehr geil, dass der mit dabei ist. Das ist mir jetzt wirklich aufgefallen, weil ich konnte mich an den wirklich noch sehr gut erinnern. Weil ich die Schiffe ziemlich geil fand. Gut, dann sind wir hier fertig. Okay, das ist unsere. Ah, da gibt es hier noch irgendwas. Ja, du siehst ordentlich aus. Wir gehen einmal zu ihr. Hallöchen. Die Donnerglockenblume. Hallo, ein wunderschöner Abend, nicht wahr?
Oh ja, schön bist du. Hallo, ein wunderschöner Abend, nicht wahr? Ja, sagtest du bereits. Hallo, ein wunderschöner Abend, nicht wahr? Mann, ausgerechnet mit der, die am liebsten sprechen wollen und die ist nicht gesprächig. So ein Scheiß. Oh, Captain, da, Apondi. Na okay, das war's für diese Folge. Nächste Folge werden wir dann endlich kämpfen. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet, sie denn in der nächsten Folge. Aber wie gesagt, das hier wird ein kleines Projekt. Es wird nicht sehr viele Parts davon geben, aber es wird interessant. Wie gesagt, und bis zur nächsten Folge. Cheerio, ciao.